Unser Platz 74 führt uns an einen Ort, der Wünsche wahr werden lässt. Und auf diese Reise nimmt uns der Stalker von Andrei Tarkowski, ein Science-Fiction-Film der etwas anderen Art. Gehen wir, wie abgesprochen. Ich gebe jedes Mal die Richtung an. Von der Richtung abzuweichen ist gefährlich. Diese drei Protagonisten, der Stalker, also im Sinne von Pfadfinder, also nicht, dass der jemanden stalkt, begleitet halt den Professor und den Schriftsteller in die sogenannte Zone. In dieser Zone gibt es quasi das Zimmer, so einen Raum, wo du reingehst und dann erfüllt sich dein innerster Wunsch. Ja, und danach war klar, die Zone. Die Zone musste unberührbar gemacht werden. Denn wer kann wissen, was der Mensch für Wünsche hat? Von der Interpretation her muss man sich auf zwei Seiten beziehen. Einmal auf zwei Ebenen. Einmal auf die Verfilmung des Buches, Picknick am Wegesrand von Boris Strugatsky, was er auf einer Seite streift, und dann hat er immer wieder sein persönliches Weltbild, was er in diese Gedankenwelt einfließen lässt. Stalker ist ein Seelentrip dreier unterschiedlicher Menschen durch eine geheimnisvolle Welt, von der nie ganz klar wird, ob sie die innere Welt der drei Männer repräsentiert oder tatsächlich existiert. Das ist die Zone. Fast könnte man den Eindruck haben, sie sei launisch. Es ist alles sehr, sehr mysteriös, was diese Zone eigentlich tatsächlich ist, was es damit auf sich hat. Und das ist eigentlich die ganze Zeit auch immer so ein bisschen das Spannende, weil du selber immer so, okay, was ist das jetzt? Aber sie ist so, wie wir sie selbst durch unseren Zustand gemacht haben. Also, vor allem, du siehst auch nichts. Also es ist halt eine riesengroße Ruinenlandschaft mit viel Natur, aber also du erwartest ja vielleicht irgendwo die Überreste von einem UFO oder keine Ahnung was, aber es ist halt einfach gar nichts da. Aber alles, was hier geschieht, hängt nicht von der Zone, sondern von uns ab. Ja, genau erklären kann man das natürlich nicht. Es kann sein, dass irgendwie Außerirdische gelandet sind in dieser Zone, die besetzt haben, verwüstet haben. Also keiner, der in diese Zone reingekommen ist früher, ist da wieder rausgekommen. Nur diese sogenannten Stalker schaffen es überhaupt, durch die Zone zu navigieren. Vielleicht ist da ein Meteorit eingeschlagen, das überlässt Tarkowski voll der Interpretation der Zuschauer. Ich habe nie in meinem ganzen Leben einen einzigen glücklichen Menschen gesehen. Ich auch nicht. Sie kommen aus dem Zimmer und ich führe sie zurück. Von da an werden wir uns nie wiedersehen. Ich würde fast sagen, dass Stalker da noch viel stärker so bestimmte Thematiken über das Menschsein, über uns als Gesellschaft und so anspricht. Hier erfüllt sich, was deiner Natur entspricht, deinem Wesen. Von dem hast du keine Ahnung, aber es sitzt in dir. Dein Leben lang wirst du davon geleitet. Du hast ja auch so die drei Figuren, so den Schriftsteller so für die Kunst, dann hast du den Professor für die Naturwissenschaften und so den Stalker, der quasi irgendwie so den normalen Mensch beschreibt irgendwie. Und so quasi hast du diesen kleinen Mikrokosmos der menschlichen Gesellschaft in diesen drei Personen irgendwie da repräsentiert, die dann irgendwie da langlaufen und jeder scheinbar irgendwie ja seine eigenen Gründe hat, warum er in diese Zone geht. Den Menschen ist doch auf der Erde nichts weiter geblieben. Es ist doch der einzige Ort, wohin man gehen kann, wenn man auf nichts mehr hofft. Tarkowski fängt in ruhigen Bildern eindrucksvoll eine apokalyptische Stimmung ein. Sie haben doch das losgezogen. Gehen Sie! Wir dürfen hier nicht lange. Es ist einfach diese unglaubliche Vision, diese Bildgewalt, die mich absolut fasziniert hat. Und dieses Setting ist halt unglaublich. Tarkowski sagt Tschernobyl voraus, 1979. Also 7 Jahre vor Tschernobyl sagt er praktisch dieses Szenario voraus und nimmt dich diese absolut trostlose Gegend. Und der Mond war wie von Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Was ich sehr schön Kniff fand, war, dass quasi vom filmischen her, vom Bild her, wenn sie in der Stadt sind, wo halt, also außerhalb der Zone, es ist alles so eine Sepia-Töne, alles grau und hässlich und dunkel. Und sobald sie quasi diesen Übergang schaffen in die Zone,
kommt Farbe rein und dann hast du so Natur. Also es ist sowieso auch, die Stadt ist alles, die Stadt zeigt alles das, was der Mensch eigentlich irgendwie mit der Erde kaputt gemacht hat, und in der Zone scheint es alles wieder hochzukommen. Die Natur kommt wieder, alles, was irgendwie vorher da vom Mensch gemacht war, ist alles nur noch Ruine, ist alles kaputt. Da rein? Leider. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es geht halt immer nur um die Macht der Bilder, um den Sog der Bilder, die dann irgendwann so reinziehen in diesen Film, dass man sich da einfach nur noch treiben lassen kann. Tarkowskis Stalker ist ein ästhetisches Meisterwerk, das zum Nachdenken anregt, und ein Science-Fiction-Klassiker, der seinesgleichen sucht. Experimente, Fakten, die Wahrheit in letzter Instanz. Dabei gibt es keine Fakten. Und hier sowieso nicht.